Herr Minister, dies ist nun das dritte Weltverkehrsforum, das hier in Leipzig stattfindet. Würden Sie uns kurz Ihre Eindrücke schildern? Dieses Weltverkehrsforum hat eine derartige Entschlossenheit gezeigt, die Probleme der Mobilität für die Zukunft nachhaltig anzupacken, wie man sie sich vor 10 oder 15 Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können. Das macht mich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir für eine wachsende Weltbevölkerung Mobilität in der Weise sichern, dass alle Menschen mobil sein können, zu erschwinglichen Preisen und vor allen Dingen, das ist hier besonders deutlich geworden, im Einklang mit den klimapolitischen Vorgaben, mit immer weniger CO2-Ausstoß, also technologisch hoch innovativ. Wir können viel voneinander lernen. 52 Nationen, die hier vertreten waren, können viel einander geben, einander sagen, einander weiterleiten an neuer Technologie. Wir haben uns natürlich auch über aktuelle Fragen unterhalten, beispielsweise wie zu verfahren ist im Flugverkehr, wenn Vulkanaschewolken ausbrechen. Auch hier brauchen wir gleiche Verfahrensweisen, gleiche Messnormen, gleiche Standards, denn wir sind gerade im Flugverkehr erst recht eine Welt unter einem Himmel. Ich würde gerne dann diese Frage. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer. Herr Minister, wenn Sie zurückschauen auf die letzten 50 bis 60 Jahre, Ihrer Ansicht nach, was ist die Innovation im Verkehrsbereich, die den Bereich am meisten vorangebracht hat? Es ist sicher nicht ein einzelner Paukenschlag wie die Mondlandung, sondern es ist vielleicht die Entwicklung, die es innerhalb von 2-3 Jahrzehnten ermöglicht hat, die Verbrennungsmotoren auf einen Bruchteil ihres früheren Verbrauchs zurückzuführen. Ich finde das großartig. Und hier gibt es auch noch viele Reserven. Und wenn Sie nach vorne schauen, in die nächsten 40 Jahre, ich nenne mal das Datum, das Jahr 2050, welche Innovationen im Verkehrsbereich werden wir da noch erleben können? Was ist Ihre Meinung dazu? Eine sensationelle Innovation wäre es, wenn man alle Personen und Güter in Zukunft beamen könnte. Aber das ist pure Illusion und mehr als Science Fiction. Ich glaube, dass wir uns mit wachsender Geschwindigkeit auf dem technologischen Pfad weiterentwickeln, den wir in den vergangenen 10, 15 Jahren schon beschritten haben, nämlich eine noch bessere Verzahnung der unterschiedlichen Verkehrsträger, noch mehr CO2-Armut bei den Verkehrsträgern und vor allen Dingen damit im Zusammenhang eine Revolution im Bereich der Elektromobilität. Herr Minister, vielen Dank für dieses Gespräch.